Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute ein ganz, ganz tolles Buch vorstellen, was ich zugeschickt bekommen habe, was ich so in dieser Form auch noch nie gesehen habe. Ich habe euch auf diesem Kanal schon ein ganz paar Bücher zum Thema Wut und Trotzanfälle vorgestellt und das ist jetzt mal etwas ganz, ganz anderes, in eine ganz, ganz andere Richtung. Und zwar das Wut-Mut-Buch von Silke Burger, ein interaktives Mitmachbuch für Groß und Klein. Wutig-Zong wird mutig mit Mutbrille zum Selbermachen. Und das Schöne ist, wenn man das Ganze umdreht, habt ihr das ganze Buch nochmal auf Englisch. Das finde ich sehr, sehr schön. Ist bei uns vor allen Dingen gerade auch ganz cool, weil die Kinder gerade mega interessiert an der englischen Sprache sind. Also Vince kann alle Farben auf Englisch, der zählt auf Englisch. Die antworten mir manchmal ganz automatisch mit Yes und No. Also das macht gerade unglaublich viel Spaß mit den Kindern. Also das finde ich ein super, super geniales Detail dieses Buches, dass man es dann einfach umdreht und auf Englisch hat. So, wir machen aber jetzt mal so, jetzt muss ich gucken, mit der deutschen Seite weiter. Genau. Und zwar, in dem Buch geht es darum, dass Kinder auf der ganzen Welt davon erzählen, wie sie ihre persönlichen Wut-Songs in Muti-Songs verwandelt haben. Und das Ganze halt auf Deutsch und Englisch mit einer Mutbrille und dem Mutsong. Und ich möchte euch da so ein bisschen einen Einblick mal in das Buch geben. Und zwar hier hat man den Wutizong. Also da geht es dann zum Beispiel, der Bauch tut weh, wenn man wütend ist, das Herz schlägt schnell, man stampft wild mit den Füßen und trommelt mit den Fäusten und wirft Feuerbälle und er schreit ganz laut und sein Kopf ist ganz heiß. Und da begibt man sich auch auf die Wutgefühlsreise, ne? Was ist Mut, was macht dich wütend, was machst du, wenn du wütend bist und wie fühlt sich dein Körper an, wenn du wütend bist. Und das hier ist der Muti-Song. Ja, für den gibt es dann auch die entsprechende Mutbrille. Der hat eine Mutbrille auf, damit macht er die Dinge, die er sich eigentlich nicht traut, wenn er diese Mutbrille auf hat. Er denkt nach, bevor er spricht, er atmet tief ein und aus, er verschenkt Mutbälle, er sagt mutig, was er will und er steht ruhig und sicher auf dem Boden. Und bei ihm ist diese Mutgefühlsreise, was ist Mut, wann warst du mutig? Wann hast du das letzte Mal etwas Mutiges gemacht und wie fühlt sich dein Körper an, wenn du mutig bist? Und das finde ich so, so schön. Und hier seht ihr die kleine Marie. Die hat zu tun mit dem Wutzorn. Und die begibt sich dann auf die Reise zu anderen Kindern mit ihrer Mutbrille. Und kommt da zum Beispiel zuerst ins Mutiland und haben natürlich alle die Mutbrille auf und trifft dort verschiedene Kinder in verschiedenen Ländern. Ist super schön gemacht. Ich möchte euch jetzt gerne nochmal die Mutbrille und auch den Mutsong zeigen. Hat man übrigens auch klasse Ideen für Eltern, wie man halt auch mit Wut umgehen kann. Also es ist für Kinder, um es einfach ein bisschen bildlicher, verständlicher zu machen, und für Eltern finde ich sowas halt immer ganz cool, um mit dem Kind abschätzen zu können, wie geht es dir gerade, das anhand von so einer Ampel zu machen, finde ich immer richtig, richtig, richtig toll. Hier hat man dann den Wut-Mut-Song, den man mit seinem Kind zusammen singen kann in solchen Situationen, weil das hilft auch immer. Diese Wut muss durchbrochen werden, das ist für mich das, was für uns am besten funktioniert. Diese Wut und diese Trotzanfälle dürfen da sein und man muss es dann aber wieder unterbrechen, damit es aufhört. Und das ist doch genial, wenn man so gemeinsam so ein Ritual hat und dann dieses Lied singt. Und man hat hier so einen QR-Code und da kann man sich den dann anhören. Dann hat man hier zum Beispiel noch Platz, um seinen Wutsong und den Mutizong zu zeichnen. Und hier ist die Brille. Muss man übrigens nicht zwingend im Buch jetzt ausschneiden, sondern das kann man sich, die Brille kann man sich auch nochmal downloaden, glaube ich, dass ich das irgendwo gesehen hatte, dass das geht. Und es gibt eine Mutbrille fürs Kind und eine zum Beispiel auch für die Mama oder für den Papa. Genau.
Also das, finde ich, ist mal was ganz, ganz anderes, um mit diesem Thema Wut und Trotzanfällen umzugehen. Und auch diese Kombination mit Mut und diese Mutbrille. Und wenn ich die aufsetze, dann bin ich mutig, dann mache ich Dinge, die ich mir sonst nicht traue. Das ist, also für mein großes Kind, das ist genau sein Ding. So dieses, okay, ich setze mir eine Brille auf und dann. Das spricht den zu 100% an. Und deswegen, das ist so eine mega tolle Idee und kann, glaube ich, so unglaublich helfen. Deswegen wollte ich euch das heute gerne ans Herz legen. Ich verlinke euch das Buch unten in der Infobox, genauso wie noch ein bisschen was zur Autorin Silke Burger. Und freue mich sehr, wenn ihr mir dann schreibt in den Kommentaren, wie euch denn so das Buch gefällt. Wird übrigens ab 4 Jahren empfohlen, so sehe ich das auch. Also mit Svea könnte man schon mal so ein bisschen die Geschichten lesen und auch das Lied mitsingen. Aber Vince mit seinen jetzt 5 Jahren wäre 100% da drin in dem Alter, wo ich mir das auch echt gut für ihn vorstellen könnte. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen, die Buchvorstellung hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!